Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Erini, Astrologe und medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Heute geht es um das Thema Frieden, Zufriedenheit, innerer Frieden. Und zwar werden wir uns ganz besonders dem Herzchakra widmen und dann in der zweiten Ebene dem Wurzelchakra, das ja quasi wie ein Abfluss fungiert. Das heißt, es geht heute um so aufgestaute Gefühle, oder auch um einen Pseudofrieden, den man vielleicht einmal geschlossen hat, so einen Kompromiss, mit dem man aber nie wirklich zufrieden war, weil man eben nicht authentisch zu sich gestanden ist. Und mit diesen alten Gefühlen, mit diesen alten Emotionen wollen wir heute mal aufräumen. Das kann man sich eben so vorstellen wie ein Abfluss, der da durchgeputzt wird. Und wir beginnen jetzt einfach einmal mit Freiraum im Herzen und natürlich auch Entspannung. Denn wenn so Gefühle gehalten werden, alte, oder auch so Pseudofrieden gewahrt wird, dann ist das meistens so, dass man da gar nicht mehr hinschauen möchte, weil das ja sonst so ein Trigger ist. Ja. Und deshalb werden wir mal schauen, dass wir da ein bisschen Freiraum schaffen. Also alles, was immer mit ein bisschen Stress oder ein bisschen Reizung verbunden ist, ist es immer gut, da vorher Raum reinzubringen. Und so starten wir diese Meditation jetzt auch mit Freiraum, Freiheit. Also schließe einfach mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus. Und tief ein und wieder aus. Mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter. Deine Arme werden schwer, angenehm schwer. Deine Beine werden schwer, angenehm schwer. Und dein ganzer Körper wird angenehm ruhig und entspannt sich. Und in dieser Ruhe, in dieser Entspannung erlaubst du dir nun, dass Platz in dir geschaffen wird. Du kannst dir das so vorstellen, als würdest du zum Horizont am Meer schauen. Du stehst an der Küste und schaust in die Weite, in die Ferne des Meeres. Oder du stehst bei einer endlosen Wiese und schaust in die Ferne und nimmst diese Weite wahr. Erlaube dir nun auf allen Ebenen Weite wahrzunehmen. Rund um dich ist Weite, ist unendliche Möglichkeit und du spürst jetzt, wie du dich mehr und mehr öffnest und du spürst, wie du dieser Weite erlaubst, dass sie dich inspiriert so dass du immer mehr selber Teil dieser Weite wirst. Und alles, was eng ist, was angespannt ist in deinem System, darf sich nun lösen und weicher werden. Alles, was klein ist, was vielleicht dunkel ist, was zusammengezogen ist, darf nun den Raum einnehmen, den es benötigt. Und dieser Raum und diese Weite sind sehr geduldig. Das bedeutet, du hast alle Zeit der Welt. Nichts drängt dich dazu, aufzumachen
oder weicher, weiter zu werden, sondern du kannst das in deinem Tempo machen. Und während du diesen Worten hörst und diese unendliche Weite spürst, spürst du auch, wie du dich Faser um Faser entspannst. Und wie du immer weicher und weiter wirst. Trost, Zuversicht und Verständnis fließt in dich ein und du erlaubst dir, dass dadurch diese Weite noch tiefer zu dir durchkommen kann, vor allem in deinen Kopf, in dein drittes Auge, dein Halschakra und auch dein Herzchakra. Spüre nun den Rückhalt und den Frieden, der in dieser Weite liegt. Und erlaube dir nun, dein Herzzentrum dieser Weite, dieser Freiheit anzuvertrauen. Ich vertraue mein Herzzentrum jetzt der Weite, dieser Freiheit an. Und du spürst, wie dein Herzzentrum sich bewegt, sich öffnet und freier wird. Und du spürst auch, dass diese Freiheit vielleicht noch nicht überall durchdringen kann bei deinem Herzen, aber immer weiter und weiter in dich einfließt. Aufgestaute Manipulationsenergien, aufgestauter Selbstboykott, aufgestaute Verneinungen, die da Stress reinmachen in dein Herzzentrum, können sich jetzt lösen. Und du spürst, wie du immer freier und freier wirst. Und du spürst, dass du vielleicht auch Gefühle in deinem Herzen gespeichert hast, die dir nicht gut tun. Oder die sogar unter deiner Würde sind. Vielleicht hast du permanenten Groll gespeichert, Ärgernisse gespeichert. Irgendetwas, wo du schimpfst in deinem Herzen, vielleicht über eine Person oder eine Situation. Aber genau diese Gefühle, die dich nicht in den Frieden kommen lassen, dürfen nun berührt und geheilt werden. Erkenne einfach oder erlaube dir einzugestehen, gut, vielleicht habe ich Emotionen gespeichert, die mir selber nicht gut tun, die mich selber entwürdigen oder blockieren. Vielleicht habe ich diese Emotionen auch
schon so lange in mir, dass ich glaube oder dachte, sie wären Teil meiner Persönlichkeit. Und so erlaubst du nun, dass genau diese Uranspannungen, das, was dich aus deiner Mitte, aus deinem Frieden bringt, vielleicht schon so lange, wie du denken kannst, genau diese Gefühle werden nun von der Freiheit berührt und dürfen sich lösen. Und du atmest mal tief ein und wieder aus und erlaubst dir mal, diesen Frieden einfließen zu lassen. Dem Frieden, der auf diese Freiheit folgt. Und in dieser Offenheit, in dieser Freiheit, in dieser Weite erlebst du nun Emotionen, die du von deiner Mutter gelernt hast und vielleicht auch für deine Mutter noch trägst. Und diese Emotionen transformieren sich jetzt. Und zwar transformieren sich nur die Emotionen, die verhindern, dass du inneren Frieden, innere Zufriedenheit leben kannst. Und erlaube jetzt mal, dass sich diese Gefühle reinigen. Und damit sich diese Gefühle ganz gut lösen können von dir, wird nun nochmal deine Identität gestärkt. Das, was du bist, die Person, die dich ausmacht, deine Identität, wird nun gestärkt übers Wurzelchakra, übers Nabelchakra. Und dadurch öffnet sich jetzt ein Kanal zwischen deinem Herzen, Nabel, Wurzelchakra. Ein Abfluss. Und durch diesen Abfluss, durch diesen Kanal dürfen nun alle Emotionen, die du von deiner Mutter übernommen hast, abfließen. Alle Emotionen, die dich aus deiner Mitte bringen, aus deiner Zufriedenheit bringen, die du von mütterlicher Seite übernommen hast, dürfen jetzt abfließen und dürfen sich in der Erde reinigen. Und nun wird aus dieser Freiheit heraus auch jede Emotion berührt, die du von deiner väterlichen Seite übernommen hast, von deinem Vater übernommen hast, die dich auch nicht in Frieden lassen, die dich aufbrausen lassen. Jegliche Ärgernisse, alles, was da gespeichert ist in deinem Herzen, was nicht zu dir gehört, darf nun abfließen übers Wurzelchakra. Im Prinzip sind das auf einer ganz ursprünglichen Ebene die Bilder, die dir erklärt haben, das bedeutet es, Frau zu sein oder das bedeutet es, Mann zu sein.
Und all das wird jetzt gereinigt, was dich aus deiner Mitte bringt, was dich von deinem Frieden abhält. Und du spürst, wie dieser ganze Druck durchs Wurzelchakra abfließt, in die Erde fließt. Wenn du das Gefühl hast, dass es etwas zäh läuft, dann bitte einfach mal um reinigende Energie, um die Energie des Friedens, der Zufriedenheit, dass die in dich einfließt und spüre, wie dein Herzzentrum davon berührt wird. Und wie sich dieser alte Stress, diese alten Anspannungen jetzt aus dir ausreinigen und abfließen. Sobald ich mich über jemanden ärgere, steht diese Person über mir. Mach dir das mal bewusst. Sobald ich mich über jemanden oder etwas ärgere, steht diese Person oder diese Situation über mir, das lasse ich nicht mehr zu. Ich gebe keiner Situation und keiner Person die Kontrolle über mich, sondern ich bleibe bei mir in meiner Mitte und erlaube mir, dass sämtlicher Stress von mir abfließen, alles, was mich nicht die tiefste Zufriedenheit, den tiefsten inneren Frieden erleben lässt, darf nun ausgereinigt werden und von mir abfließen. Atme nun tief ein und wieder aus und spüre, wie sich die Weite, der Frieden und die Zufriedenheit in dir manifestieren, wie du in dir reiner und klarer wirst, entspannter und geerdeter. Du bekommst nun nochmal ganz viel Mut, alten Ärger loszulassen. Du bekommst ganz viel Urvertrauen und du spürst, wie immer mehr und mehr diese aufgestauten Emotionen von dir abfallen und wahrer Frieden, wahre Zufriedenheit bei dir entsteht. Sämtliche Manipulationsenergien fließen von dir ab und es bleibt reiner Frieden und Zufriedenheit zurück. Du spürst, wie dein Herzzentrum eine frische, frühlingsgrüne, zartgrüne Farbe annimmt. Du spürst die Entspannung über deinen Schultergürtel, in deinen Hals hinein, hinunter, in deinen Bauchraum, ins Becken,
Und du spürst, wie du dich erdest und stabiler wirst. Jeglicher Stress und Druck und jeglicher Ärger fließt von dir ab. Und du spürst nun, dass du in diesem Frieden, in dieser Ruhe eine neue Kraft aktivierst, eine neue Sicherheit in dir aktivierst, eine neue Zuversicht in dir aktivierst. Und du atmest jetzt nochmal tief ein und wieder aus. Und erlaubst dir nun, dein zufriedenstes, friedlichstes Selbst ab heute zu manifestieren, alles, was deinem Frieden, deiner Zufriedenheit widerspricht, wird nun aus deinem System entfernt und du fühlst dich klar, entspannt und absolut in deiner Mitte. Spüre nun, dass sich in dir absoluter Frieden, absolute Zufriedenheit manifestiert. Und spüre, dass alter Druck, alte Ärgernisse aus dir entfernt wurden. Spüre deine Weite und deine Freiheit und eine tiefe Sicherheit und ein tiefes Urvertrauen. Und du atmest jetzt nochmal tief ein und wieder aus. Und du bedankst dich bei den reinigenden Energien, die dich während dieser Reise begleitet haben. Und du gibst dir selbst nochmal ganz klar diesen Anker. Sobald ich mich über etwas ärgere, über eine Situation oder einen Menschen, stelle ich diese Situation oder den Menschen über mich. Und ab sofort mache ich das nicht mehr. Ab sofort stelle ich weder eine Situation noch einen Menschen über mich. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Und dann streck dich durch, beweg dich. Spür nochmal den Fluss, die Erleichterung, die Freiheit und komm dann genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und öffne deine Augen. Wie ist es dir mit dieser Reise gegangen? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Schreib es mir einfach unten in die Kommentare. Ich freue mich über einen Daumen hoch, teile das Video, abonniere den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dein Oliver Ereni aus dem wunderschönen Lenz. Einen schönen Abend. Tschüss.